Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen, gratuliere, wir haben es geschafft. Wir Europäerinnen und Europäer haben es tatsächlich geschafft, dass uns die restliche Welt weder als Partner ernst nehmen kann, noch sich irgendjemand vor der Europäischen Union fürchten muss. Und diese fantastische Leistung ist uns gelungen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat, letztendlich mit einem Handelsvertrag mit einem uns in Standards, Werten und Kultur sehr ähnlichen Land, nämlich Kanada. Um im Shakespeare-Modus der letzten Sitzung zu bleiben, Much Ado About Nothing. Nur dieses Stück ist eine Komödie und der Unheilstifter wurde bekanntlich zum Schluss festgenommen. Aber wer ist in unserer Tragödie der Unheilstifter? Sind es die Wallonen, die in ihrem wirtschaftlich erfolglosen Land offiziell aus moralischen Gründen einem CETA nicht zustimmen können, obwohl das Einzige, was bei denen wirtschaftlich funktioniert, die Waffenindustrie ist? Sie sind es wahrscheinlich, aber nicht nur. Denn erschreckend für mich war bei dieser ganzen CETA-Diskussion auch die Situation in Österreich und die Situation in diesem Parlament, welche Ängste aufgeschürt wurden, welcher Zickzackkurs gegangen wurde und welche Unwahrheiten berichtet wurden. Und ich möchte da ein Beispiel hernehmen, denn ich wurde persönlich angesprochen vom Kollegen Steinbichler. Er hat in der letzten Sitzung diesen Betrieb gezeigt mit den Worten: Frau Kollegin, das ist ein Betrieb von dir, ein Betrieb aus deinem Bezirk, für den du zuständig bist mit 56 Mitarbeitern. Erstens möchte ich dazu sagen, es handelt sich nicht um einen Betrieb von mir, auch keiner der Betriebe meiner Familie. Zweitens handelt es sich dabei um einen landwirtschaftlichen Betrieb und nicht um einen Gewerbebetrieb mit 56 Mitarbeitern für einen landwirtschaftlichen Betrieb sehr groß. Aber dank Digitalisierung war ja die Wahrheit relativ schnell am Licht. Fakt ist, dieser Betrieb existiert nicht. Es ist eine Zeichnung von Greenpeace, es ist kein Foto und für die, die hinten sitzen, vielleicht sehen Sie es, auch im Vöcklerbruck stehen die Kühe nicht am Acker, sondern auf der Weide oder im Stall. Herr Kollege, Sie können das in Ihrer Rede nachlesen. So viel zur sachlichen Diskussion in diesem Haus. Es ist klar, CETA ist nur der Anlass des Unmuts und die Ursachen sitzen tiefer und die Brandstifter sitzen in allen Ländern Europas. Es sind jene, die das Trennende vor das Verbindende stellen. Es sind jene, die zündeln und zuschauen, anstatt anzupacken und zusammenzuhalten. Und es sind jene, die den Populismus brauchen, weil sie kein europäisches Selbstbewusstsein haben und im Prinzip nur Angsthasen sind. Brexit und CETA zeigen eine tiefe Vertrauenskrise der Europäischen Union. Die Europäische Union wird leider nicht mehr als Wohlstand- und Friedensprojekt wahrgenommen, sondern als Summe von Ängsten, Krisen und Nationalismus. Aber die Europäische Union ist im globalen Konzert alternativlos. Jedoch eine festgefahrene, zerrissene Union, die die Herausforderung der Zukunft von Arbeitslosigkeit bis Migration über Klimawandel nicht lösen kann, ist auch eine schwache Union. Wir brauchen jetzt einen Aufbruchsprozess, und zwar eine präzise Kompetenzneuordnung mit mehr Subsidiarität, aber nicht in Richtung mehr Nationalismus, sondern in Richtung einer neuen, intelligenten europäischen Zusammenarbeit. Europa hat viel zu bieten, ob das Werte ist, ob das Kultur ist, ob das Wirtschaft ist, ob das Technologie ist. Wir brauchen ein starkes Europa, um in der Welt Gehör zu finden und auch unsere Mitgestaltungsmöglichkeiten zu sichern. Die Jugend Europas, und das haben wir in allen Umfragen gesehen, steht hinter der europäischen Idee. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, auch wir können es schaffen, die Europäische Union so zu gestalten, dass sie sich auf die großen Themenbereiche fokussiert, die Detailverliebtheit, die Überregulierung reduziert, den immerwährenden Frieden garantiert und sich in die Herzen der Bürgerinnen und Bürger Europa integriert. Gehen wir es an.